So Leute, mal was zur Stellplatzsuche. Mein Navi hat mir gezeigt, dass das hier eine Straße ist, die einmal rumführt. Das heißt, wenn es nichts geworden wäre, was es jetzt auch nichts ist, hätte ich im Grunde auf der anderen Seite wieder rausfahren können. Und ich zeige euch jetzt einmal komplett die Strecke. Die hat es nämlich ja nicht in sich gehabt, aber ist schon nicht ohne manchmal. Man muss da schon aufpassen. Und so wie hier, man sieht halt auch nicht, ob noch irgendwas kommt oder nicht. Man kann auch nicht zu langsam. Der Platz für zwei ist definitiv nicht. Ach, hier links könnte ich so schön stehen, aber das darf man nicht. Und ich will ja auch keinen Mecker mit den Leuten, wenn man hier direkt vorm Haus steht. Ist ja auch blöd. Aber die Aussicht runter zum Hafen wäre schon toll gewesen. Jetzt habt ihr auch mal einen kleinen Eindruck davon, wie es ist, wenn man einen Stellplatz sucht und nicht direkt fündig wird. Zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt. Dann kurbelt man hier durch die Gegend. So. Versuche ich es woanders. So, der nächste Versuch. Laut Navi müsste jetzt hier unten zumindest eine Straße durchführen. Okay. Sackgasse, nur für Radfahrer frei. Alles klar. Das sind so Sachen, die das Navi nicht anzeigt. Gleich am Ortseingang zum Beispiel war ein Wohnmobilstellplatz. Wäre super gewesen und sogar kostenlos. Jetzt sehe ich gerade, da oben sind Parkplätze. Na, ich muss noch mal drehen. Deswegen immer wachsam bleiben. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das Plätzchen werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Ist nicht verkehrt, aber ist noch nicht so ganz das, was ich mir eigentlich vorstelle. Tja, heute läuft es nicht ganz so gut. Hier oben am Stadion wollte ich jetzt eigentlich parken. Sieht aber auch nicht so goldig aus, wie ihr selber sehen könnt. Ich hatte eigentlich schon reichlich Plätze auf dem Weg hierhin gesehen, wollte aber gerne noch mir abends hier die Beine vertreten in diesem Dörfchen, wo ich jetzt bin. Ich glaube, das wird aber eher schwierig, weil auch die Fahrten hier drauf sind nicht so angenehm, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, da gab es jetzt nichts, was mir irgendwie als Stellplatz richtig gut zugesagt hätte. Und da das ja nur so ein Zwischenstopp sein sollte, um nicht schon die weitere Strecke zu fahren, habe ich mir gedacht, was soll's, dann fahre ich schon mal los zu meinem Ziel, wo ich eigentlich morgen erst hin wollte und schau mal, ob unterwegs irgendwo was Brauchbares kommt, wo ich mich gut hinstellen kann. Kompromisse müssen nicht immer sein. Irgendwo ist auch mal gut. Und das Land ist auch so schön. Kann man auch im Fahren genießen. Das ärgert mich hier jetzt ein bisschen. Ich habe das extra so eingestellt, dass wenn ich irgendwo hinfahre, noch gefragt werde, ob ich Mautstraße möchte oder nicht. Und ich habe eindeutig angegeben, nein, möchte ich nicht. Und dann kommt nur die Ansage, Strecke gesperrt und dann nimmt er trotzdem die Mautstraße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass immer die Mautstraßen nur frei sind und alles andere gesperrt ist. Aber mal sehen. Anscheinend hat das Navi doch nochmal die Kurve gekriegt und führt mich jetzt echt wieder über Land, was durchaus schön ist. Ist halt auch ein entspannteres Fahren als dieses ewige Autobahn. Auf den Autobahnen habe ich immer das Gefühl, ich ermüde auch so schnell. Und hier gibt es immer was zu sehen, man muss immer mal wieder abbiegen. Und
Es kommen halt auch mal schöne Übernachtungsplätze. Hätte ich nicht noch ein bisschen weiter gewollt, hätte ich eigentlich wieder einen traumhaften gehabt. Aber wie das immer so ist, hätte, wenn und aber, alles nur Gelaber. Vielleicht erhöht das ja auch meine Chancen, schon mal ein Elch irgendwo zu sehen. Ansonsten wird es ein Video für euch, wie es halt auch mal laufen kann. Es ist nicht immer alles Hochglanz, so wie diese, ja, Vanlifer es immer darstellen. So ein Auto riecht nach einer Zeit, man hat schmutzige Sachen, es ist manchmal zu eng, es ist manchmal feucht, es ist kalt, man findet nicht immer Stellplätze. So ist das halt. Im Großen und Ganzen ist alles super, aber nicht so, wie es immer gerne dargestellt wird. Gibt auch Negativpunkte. Jetzt habe ich gerade diesen See von der Straße gesehen. Die Straße ist gesperrt. Wechsel zu neuer Route. Ja, die Straße ist gesperrt, ist unbefestigt. Ist schon klar, aber es sieht gut aus hier. Ich gucke mal, ob ich hier ein Plätzchen finde. Wer sucht, der findet. Ja, hier ist leider auch bewohnt. Und zwar so lang durch, immer mal wieder. Wenn möglich, bitte wenden. Ich guck mal eben noch da vorne um die Ecke, wenn nicht, fahre ich ein kleines Stück weiter. Die Straße ist gesperrt. Wechsel zu neuer Route. Diese Nische hatte ich von der Hauptstraße aus gesehen. Aber nicht, dass da hinten der Hafen ist. Deswegen war es klar, dass man da nicht parken darf. Weiter geht's. Jetzt wird's richtig interessant. Ich hatte da vorne schon den einen oder anderen Weg ausprobiert, aber das ging nicht. Auch nicht. Wenn möglich, bitte wenden. Mann, hier wäre genug Platz auf deiner Seite, eben auf der Wiese oder sonst was. Ich weiß noch nicht, wie das hier mit den Kontrollen ist. Aber hier steht auch kein ausdrückliches Schild jetzt. Ich gehe mal gucken. Langsam bin ich ein bisschen angenervt. Irgendwann muss ich halt die Ansprüche dann runterschrauben und nehmen, was ich kriegen kann. Weil es dämmert auch langsam. Und dann muss ich zusehen, wo ich bleibe. Bei dem Dunkeln in irgendwelchen Wäldern hier was zu finden, das kann ich vergessen mit meiner Beleuchtung. Seht ihr? Ein kleiner Strand. Ein Platz am Wasser. Herrliche Aussicht. Es hat sich doch noch gelohnt. Wie gesagt, es ist nicht immer so einfach, alles zu finden. Aber wenn, dann wird es echt gut, hoffe ich. Ich schaue jetzt mal, wie ich stehe. Vielleicht stelle ich mich noch ein bisschen anders hin. Und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Also hier ist ein Stück weiter die Straße hoch. Von dort oben bin ich runtergekommen. Also diesen Platz habe ich zuerst gesehen. Und dachte mir, ja, schon ziemlich voll. Fahre ich mal einen weiter, noch gucken. Da stehe ich ja jetzt im Prinzip auch gut. Ich schaue aber jetzt trotzdem, was hier so im Umfeld noch ist. Weil man kann auch oft Glück haben, so ein paar Meter von der Straße weiter, dass noch schöne Plätze sind, wo nicht so viele Leute sind. Da, wo ich jetzt stehe, im Grunde okay, aber nur so 5 bis 10 Meter von der Straße weg. Da sieht das doch hier bei den Bäumen da schon wieder ganz anders aus. Wobei die Straße, ja, man müsste schauen. Ich meine, die Ecke ist nicht schlecht. Und ist jetzt nur eben für eine Übernachtung, ist auch okay. Auf der Seite wäre es natürlich noch schöner. Ihr seht, das ist gar nicht immer so einfach. Die meisten denken immer, ja, ich kaufe mir so einen Bulli, fahre einfach in Urlaub, stelle mich irgendwo hin und fertig. Nee, ist nicht. Mal eben irgendwo hinstellen. Und hier ist das noch einfacher als bei uns in Deutschland. Das darf man nicht vergessen.
wenn man einen halbwegs ansehnlichen Platz haben will, muss man da auch schon mal ein bisschen Geduld für haben. Die war bei mir jetzt heute sehr strapaziert, weil ich bin echt platt. Ich bin heute, glaube ich, so insgesamt 60, 70 Kilometer am Fahrrad gewesen. Und das merkt man schon. Jetzt gerade bei dem Wetter, wir hatten heute durch 25,5 stand auf dem Thermometer vorhin im Auto. Aber wie gesagt, in der Sonne, ich bin weggebraten. Ja, ich denke, ich bleibe jetzt dann da hinten stehen. Da ist die Aussicht einfach schöner als hier. Ansonsten wäre das auch ein schönes Fleckchen. Wie sieht es denn aus hier, wenn ich da mich so schräg hinstelle? Nee, auch nicht schlecht. Ja, ich parke nochmal um, weil hier ist es wesentlich ruhiger. Oder? Entscheide ich gleich, wenn ich am Auto bin. Auch von der Ruhe macht das hier doch einen besseren Eindruck. Mal sehen, wenn ich da bin, dann entscheide ich das. Ob es mir da drüben vielleicht doch gut genug gefällt. Weil so schlecht ist die Ecke hier auch nicht. Oder? Was meint ihr? Andererseits, da drüben sind wahrscheinlich weniger Insekten. Muss man mal gucken. Seht ihr die kleinen Ringe auf dem Wasser überall? Sieht aus wie Regentropfen. Es sind Regentropfen, jetzt kommt es bei mir auch an. Und schaut mal nach oben. Nix. Außer eine Schleierwolke. Und die tröpfelt, gibt's ja wohl nicht. Naja, genug gequasselt. Weiter. Wisst ihr was? Ich sitze wieder in meinem Bulli hier an der Schiebetür und genieße die Aussicht. Und diese fünf Autos, die hier nachts vielleicht noch herfahren, stören mich eigentlich auch nicht. Erstmal bin ich ziemlich erledigt. Zweitens finde ich den Platz hier an sich sehr schön. Und drittens, ja, was ich vorhin eben noch sagen wollte, ist, dass halt nicht immer alles rund läuft. Und schon streikte die Speicherkarte. Ich hoffe, dass die zweite Speicherkarte jetzt noch reicht. Wenn nicht, kaufe ich noch eine. Nützt ja nichts. Ja, von wegen, passt nicht immer alles. Es regnet gerade. Aber nicht dramatisch. Der Tag ist für mich eh gelaufen. Ja, ich werde jetzt lesen, essen, schlafen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.